Heute bläst es ja so richtig, man sieht das jetzt ja auch gerade. Ihr habt ja auch euer Fahrzeug so aufgebaut, dass man segeln kann. Segelt ihr jetzt endlich oder wie sieht's aus? Genau, das ist der Plan für heute, die Seitenwinde auch zu nutzen mit dem Fahrzeug, das anzustellen, damit wir genau diesen Segeleffekt nutzen können, wodurch dann der aerodynamische Widerstand wieder ein bisschen abnimmt und wir mit hoffentlich einem geringen Energieaufwand bis nach Cuba Pedy fahren können und natürlich darüber hinaus. Gestern waren ja sehr turbulente Bedingungen. Die Straßenverhältnisse waren nicht immer so ganz einfach für den Sonnenwagen. Und damit der Sonnenwagen aber auch im schlimmsten Fall, falls doch irgendwie es zu einem Crash kommt, immer noch sicher für den Fahrer ist, wir drücken natürlich die Daumen, dass das niemals passiert, hat Yusuf das Sicherheitskonzept entwickelt. Yusuf, wie hast du das genau gebaut? Wie wird der Fahrer geschützt? Ja. Also bei uns ist sehr groß geschrieben, deswegen wir haben zwischen Monocoque und unserer Außenhülle eine Crashbox, damit wir den Fahrer sehr gut schützen können. Und diese Box wurde so angelegt, dass wir in einem Crashfall mindestens 5G Last halten können. Bevor Monocoque kaputt geht, geht zuerst diese Crashbox kaputt. Das heißt, ihr könnt dann noch weiterfahren im Prinzip nach dem Crash? Genau. Also das Fahrwerk, das Mono, Elektrik, Batterie, ist alle Teile. Es sind nur die Außenhülle und die komplett kaputt. Die Windschutzscheibe ist kaputt, der Kennung hier oben ist kaputt, drei Radkästen sind kaputt. Die Suppenschüsseln sind alle heile. Was spricht dagegen? Ja. Versuchen es hier zu reparieren? Ach, hier, guck dir das an. Also, das ja, kann ich, komm, ich schaue es mir erstmal an. Ist das nur die Hülle? Ich schätze, dass es deutlich schlimmer sein könnte und dass wir damit wieder auf die Straße kommen und damit weiterfahren können, ohne jetzt viel Zeit zu verlieren. Auf geht's. Mach mal. Markus? Das mal an, ja. Top. Wunderbar. Okay. Ich bin relativ optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit wieder unterwegs sind. Wir können relativ viel mit Tape machen. Das ist alles, was los ist, kommt jetzt raus. Die zweite Scheibe vorne rein und weiter geht's. Hatten eben einen Unfall, war sehr windig, dann kam Wardtrain, hat das Fahrzeug überschlagen. Wir haben ein bisschen gebraucht, um uns zu sammeln und haben jetzt die Motivation und den Willen, die Karre wieder auf die Straße zu bringen. Für das, was passiert ist, ist das, glaube ich, Best Case.
weil Isolarzellen scheinen intakt zu sein. Der erste Epoxy drauf und dann das ist ein bisschen Kosmetik außen. Ja, gerne. Wie ist die Lage? Kriegt das wieder hin? Ja. Du warst eben derjenige, der das Team motiviert hat. Für dich war Aufgeben zu keiner Zeit irgendwie eine Option, oder? Auf keinen Fall. Weil das war, ich habe es schon vorher gedacht, bevor wir angekommen sind, egal was passiert, wir kriegen das wieder gefixt. Das ist das Wichtigste, dass dem Fahrer nichts passiert ist. Und jetzt bauen wir das Auto schnellstmöglichst wieder zum alten Zustand zurück. Und dann geht's los. Das Rennen ist noch nicht verloren. Wir sind immer noch kompetitiv, wir sind nicht getrailert. Gleich geht's los und dann werden wir wieder mit Vollgas weiterfahren. Ich weiß, was wir gemacht haben. Ich weiß, dass wir das gefixt haben. Wir werden langsam losfahren, wir werden alles checken. Klar ist man ein bisschen angespannt. Dass das Auto noch fährt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es jetzt vorbei ist, wie bei Twente. Und habe auch erst im Nachhinein so realisiert, als wir den Crash hatten, habe ich halt erst daran gedacht, scheiße, wir waren schon Vierter, wir haben alles so gut gemacht, 2 Jahre, das gesamte Team, und jetzt ist hin. Natürlich bin ich deswegen umso glücklicher, dass das Auto noch weiterfahren kann. Aber auch im Nachhinein habe ich dann erst über den Sicherheitsaspekt nachgedacht, dass ich verdammt viel Glück hatte. Und dass ich einfach, also mir scheint gar nichts passiert zu sein.